wenn etwa zwei Drittel voll ist, ja, zwei Drittel voll ist, machen sie den Hahn auf und dann geht die Milch per Pipeline geht die ins Untersäß. Gehen wir hier ins Milchzimmer. Und da wird die Milch rein vom Herstellen. Also da kommt Milch, da in den Behälter, wird hier abgepumpt mit dem Pümpel, geht hier durch einen Filter durch und kommt hier in dem Behälter. Und da wird sie gekühlt. Und wenn etwa zwei Drittel voll ist, machen sie den Hahn auf und dann geht die Milch per Pipeline geht ins Untersäß. Und nachher, wenn die Milch fertig ist, wird sie mit diesen Schwämmen hier und die Schwämme drücken die Milch runter. Die Milch geht ins Tal ab und geht auf die andere Seite wieder rauf, dass es keine Turbulenzen gibt. Muss das so passieren, dass es zuerst runter geht und dann wieder rauf. Und mit dem tut man reinigen und die Milch rausstoßen. Ah. Und nachher Reinigungsmittel und Säure und alles. Das können wir probieren von dieser Milch? Das kann man probieren, ja. Ich hole eine Tasse schnell. Moment. Jetzt sind wir auch ein bisschen spät. Ja, das ist schon gut. Vielleicht noch zu Nacht im Auto. Frische Alpenmilch, frisch ab der Presse. Und trinkt nicht alles, ich will auch noch schon. Ich trinke von der Seite, du kannst auf die andere. Gutes Produkt. Schön wertvoll, ja. Ja. Ich will eine Kamera machen. Ich will mit Ihnen. Oh ja. Das ist alles schön ruhig. Hallo zusammen. Das ist früher eben auch eine Käserei in dieser Hütte. Dort eine und hier eine. Da waren zwei Gruppen. Dort hat man hier so einen Mehlstamm gebaut. 50 Jahre. 50 Jahre. Ah, die haben noch nicht realisiert. Vielleicht kommt er etwas reden. Neu? Neu? Ah, ja, was? Ja, genau. Neu? Jetzt gehen wir es doch gerade rein. Ha? Die gemolken sind, gehen raus. Und dann können immer neue nach. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Zum Wohl. Laufen immer vier mehr. Ja. Das sind vier Aggregate. Also sind noch mehr, das sind sechs Aggregate. Sechs, ja. Sechs Aggregate. Die wissen auch, dass wir uns drauf sind. Ja, wo es frei ist, gehen sie rauf. Oder? Thank you.